herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 13, Let's Play FIFA 13, egal. Ja, es ist der 29.06.2013, es ist 12.08 Uhr, also es ist heute mein, ich glaube, dritter oder vierter Part. Ja. Entschuldigung, ich hatte gerade irgendwas. Ich glaube, Sand im Mund. Ja, heute geht es gegen den Eintracht Braunschweig. Wir spielen heute mal in den anderen Trikots. Heute bei Regen. Scheint ja mal sehr toll zu sein. Und ja, was gibt's denn heute noch so dazu zu sagen? Also ich freue mich erstens riesig, dass ich wieder jetzt aufnehmen kann, weil ich habe übelst Bock auf Aufnehmen. Heute ist ja eigentlich eventuell mal ein bisschen Change in der Aufstellung zu machen, da einige Spieler ja ziemlich erschöpft sind. Und ja, deswegen denke ich mal, dass wir das auch mal machen können. Und mit Sebastian Schuppan für Mohamed Subasic könnte das schon gut gehen. Zudem Lukoki für Tino und Koch. Der kann nicht links spielen, aber der kann links spielen. Also, Change war das mal alle so durch. Das ist jetzt ein bisschen bunt durcheinander gewürfelt hier. Aber ich hoffe mal, dass wir das jetzt erstmal so hinkriegen. Heute regnet es in Braunschweig. Und Harald Fimmler ist der Schiedsrichter. Zuletzt haben sie einen 2:1 Sieg gegen Energie Cottbus vermelden können. Und die jeweils 2 Unentschieden gegen den 1. FC Köln und den FSV Frankfurt. Gegen Köln sicherlich besser als gegen Frankfurt. Trotzdem denke ich mal, müsste es hier heute zu 3 Punkten reichen. Und ich hoffe es auch. Ah ja, und genau, Lars Jungnickel ist ja am Anfang der Saison zu den Braunschweigern gewechselt. Und er steht auch heute gegen uns in der Startaufstellung. Ja. Natürlich sind bei beiden Mannschaften nicht alle Spieler fit. Und naja, trotzdem starten wir hier rein. Ich denke, dass es eine eine gemütliche Partie wird, weil es regnet. Nein, ich finde Regen ist gemütlich. Also wenn man zu Hause sitzt an einem Wochenende und es regnet. Aber schon mal die ersten Patzer da hinten in der Abwehr, sag ich jetzt mal, weil naja, da waren schon die Braunschweiger fast durch. Und Schuppan erkennt man heute gut an den gelben Schuhen. Nur mal so als Hinweis. Ich hatte gerade überlegt, ob ich Pierre Tölge drin hatte, aber es nein, es war Tom Tribble. Der ja heute für Giannis Papadopoulos spielt und man merkt sofort, dass diese Mannschaft noch nicht in dieser Saison zusammengespielt hat. Ganz einfach, weil ich finde, dass schon wieder einige Schwächen in der Defensive hier vor zu vermelden sind, aber Lukoki 1:0, wie geil! Lukoki mit seinem, ich glaube, ersten Saisontor nach schönem Pass, da läuft er da keine Ahnung wen ab, also ich frage mich gerade, was da jetzt in der Braunschweiger Hintermannschaft los war. Franz macht das da wunderschön mit dem Pass in den Lauf und da läuft er da Reichel sozusagen hinterher und gewinnt dann das Laufduell natürlich, weil er viel schneller ist. Schließt dann ganz trocken und flach ab und der Ball rollt gerade so ins Tor, aber nach 8 Minuten 1:0, sehr schön. Ich bin gerade etwas verdutzt, sage ich jetzt mal, weil so einen Fehler habe ich noch nie gesehen, dass so passiert ist. Und Köln führt gegen Sandhausen mit 1:0. Köln scheint mir in letzter Zeit eher die Mannschaft zu sein, die gegen diese Abstiegsaspiranten spielen muss. Nein, Hertha war es, Hertha. Ja, aber die ganzen Abstiegsaspiranten sozusagen, Aspiranten sind die wahrscheinlich, oder die Anwärter sozusagen, die sich um den Abstieg sozusagen streiten. dass die ganzen Abstiegsaspiranten dann sozusagen jetzt die ganzen starken, also Aufstiegsaspiranten kriegen. Wir, also Aalen hat uns bekommen. Und jetzt dann 1000 kriegt Hertha und Kaiserslautern hat Jan Regensburg gehabt. Nein, Hertha hat Jan Regensburg gehabt. Und wir spielen uns hier kunderbunt durch den
um den Strafraum der Braunschweiger herum, aber gerade gab es ja eigentlich eine strittige Szene da, Brigerie hält da und da gibt es zum Glück keinen Elfmeter. Schupan macht es da gut. Wally passt hinten noch mit auf. Und jetzt wieder vielleicht der lange Pass. Wieder auf Lukoki, der ist wieder schneller als Reichel. Nein, diesmal kommt Reichel an den Ball. Und diesmal wird es nichts für Lukoki. Aber Lukoki kann seinen ersten Saisontreffer vermerken. Schießt ihn, macht ihn auswärts gegen Braunschweig. Und hier auch, ich glaube, das erste Foul dieser Partie. Natürlich geht es auch heute etwas ums Kräfteschonen. Aber ich habe sogar das Gefühl, dass das eigentlich nicht so gut war, so eine in Anführungsstrichen B-Aufstellung hinzulegen. Koch da leider einen Schritt zu langsam. Ja, Tino darf heute pausieren. Da er, da wir ihn auf jeden Fall, also ich werde ihn, denke ich mal, auf jeden Fall einwechseln. Und ja. Dafür darf halt heute Lukoki ran von Anfang an und Koch übernimmt das zentrale Offensive für Wally, damit Wally auf die Position von Tino gehen kann. Und ja. Wir hätten auch Jenike heute mit reintun können. Da hätte Jenike die Position von Tino ausfüllen können. Aber ich denke mal, dass er nicht so gut in Form ist, da wir ihn ja auch aus dem Kader jetzt genommen haben. Erstmal vorerst, da ich ja erstmal mit Schaub und so weiter plane. Und gibt's. Ja, es gibt Abstoß. Leider. Wie es mir gerade. Also, ich habe gerade so gedacht, Lars Jungnickel müsste den Ball da gerade entscheidend an jemand anders geblockt haben. Den Schuss von Tom Tribul. Oh. Schön, Schupan geht er dazwischen. Lukoki. Oh, da sind drei Braunschweiger und Köln führt jetzt 2:0 gegen Sandhausen. Da waren drei Braunschweiger auf Koch sozusagen. Und da konnte er natürlich auch nicht spielen und es ist für mich jetzt eher ein ein Spiel im Mittelfeld. Philipp mit 15 Toren immer noch Liga-Bestwert. Es ist viel Passgeplänkel, viele Fehlpässe. Und ja, Braunschweig ja aufgestiegen in die erste Bundesliga. Und ja, da erstmal herzlichen Glückwunsch an Braunschweig, falls ich das im Hinspiel noch nicht erwähnt hatte. Aber mein Beileid auch dafür, dass ihr wahrscheinlich sofort wieder absteigen werdet. Da einfach die individuelle Klasse noch nicht da ist, finde ich. Und auch dieses spielerisch ist zwar spielerisch. Gut, was hat man von Frankfurt erwartet? Frankfurt hat man erwartet, dass die eigentlich die ersten. Nein, nein, ich habe eigentlich auf Düsseldorf gesetzt, dass die letzter werden. Aber Frankfurt ist in die Europa League gekommen als Aufsteiger. Das ist richtig klasse. Also auf jeden Fall mal an alle Frankfurter ein riesengroßes Respekt. Also das habe ich noch. Es gab's ja auch noch nie, aber ist einfach nur richtig, richtig geil. Also ich fand es war eine richtig geile Saison von euch. Ich habe jedes Spiel gern geguckt. Weil einfach Frankfurt hatte was, das war mit Armin Fee und die ganze und dann noch die ganze spielerische Klasse, meinetwegen. Sagt man es. Oh, Scheißcontroller. Ich muss da mal, denke ich mal, neue Batterien rein. Ja, gut, ist weg. Neue Batterien reinmachen, weil der Akkustand ist relativ niedrig. Und ja, bis jetzt sieht man ja, das Spiel ist nicht sonderlich spannend. Hertha kann ausgleichen gegen den VfL Bochum. Und ja, also bis jetzt geht hier noch nicht viel, finde ich. Das Tor von Lukoki eher Glückssache. Aber erstmal ein Eckball. Noch vor der Pause und ich meine 1:0 in die Pause ist natürlich richtig gut. Aber trotzdem finde ich, ist es bis jetzt eine schwache erste Hälfte. Wenig Torszenen, sag ich jetzt mal. Viel spielt sich im Mittelfeld ab und
Viele Fehlpässe, also. Naja. Franz und Philipp bleiben bis jetzt, finde ich, eigentlich noch ein bisschen blass. Hier, das nochmal das Tor von Lukoki. War ohne Kommentar. Das war jetzt, natürlich war es schön gemacht und, ja, aber trotzdem. Mit viel Glück. Nun, die Halbzeitergebnisse. Der erste FC Köln führt 2:0 gegen den SV Sandhausen, FSV Frankfurt und Cottbus zur Halbzeit noch 0:0, Hertha und Bochum zur Halbzeit 1:1 und Paderborn führt gegen 1860 München mit 1:0. Nun starten wir in die zweite Halbzeit vom Spiel Eintracht Braunschweig gegen SG Dynamo Dresden. Zum Anfang der zweiten Hälfte wird es einen Wechsel bei Braunschweig geben. Und zwar kommt Kevin Kratz und Petersch für Kluft und Franjic. Petersch, da hatte ich in der ersten Aufnahme mal mein Interesse sozusagen geweckt an ihm, habe ihn sogar verpflichtet, aber ja, also der ist ziemlich schnell. Ja, und hier den Freistoß der zweiten Hälfte. Und falls es einige noch nicht mitgeschnitten haben sollten, weil manchmal habe ich das unter anderem, ich sag mal jetzt Let's Plays gesehen von FIFA, dann auch einige sich Spieler erstellt und dann haben einige gefragt, von wo sie, also wo es diese Spieler zu transferieren gibt. Die Spieler Tom, Paul, Jonas, Tino, Philipp und Franz habe ich erstellt und sind die Quabbe-Mitglieder. Oh! Nächste Fehler, und da scheitert Koch nur ganz knapp am Tor. Und natürlich wird jetzt gewechselt. Wally darf sich jetzt ausruhen. Und Tino kommt jetzt für ihn rein. Von Philipp darf auch raus. Poté kommt. Und ja, hinten werde ich jetzt erst nochmal abwarten. Aber ich denke auch, dass ich dann nochmal irgendwie in der Offensive bei Franz oder so wechseln werde. Poté kommt zu einem weiteren Einsatz. Und Tino, der Kapitän, kommt natürlich nochmal ins Spiel heute, hatte ich ja gesagt. Kriegt nicht ganz eine Halbzeit voll, aber schade. Oh, jetzt sieht's. Oh, Jonas mit einer guten Parade und der Schuss war aber auch nicht von schlechten Eltern. Wer auch immer das war, es könnte die Wari gewesen sein. Aber das glaube ich nicht. Nein, Sang Jeng Dong. Sang Jeng Dong. War das der da diesen Schlenzer probiert hatte. Aber mit Jonas kann man sowas natürlich nicht machen. Und Braunschweig scheint jetzt etwas erwacht zu sein. Petersch verliert aber da gerade den Ball. Und da ist auch die Aktion erst einmal bereinigt. Jetzt wieder Lukoki gegen Reichel. Reichel gewinnt diesmal. Aber das Tor kann er natürlich nicht mehr wettmachen. Weil das geht natürlich auf seine Kappe. Und eigentlich hätte ich heute was von Philipp erwartet. Auch wenn er sozusagen angeschlagen ist. Aber gut, man kann nicht immer volle Leistung abrufen bzw. erwarten. Und hat dafür 2:1 gegen den VfL Bochum. Und ja, deswegen bin ich auch überhaupt nicht böse, sondern es ist mir eigentlich fast gleich, wie Philipp heute gespielt hat, weil bis jetzt führen wir noch und ja, Philipp kann auch nicht immer alles reißen, genauso wenig wie Franz, Tom, Tino und Paul, beziehungsweise Jonas. Und ja. Das ist dann halt auch immer alles, was die Braunschweiger hier zu bieten haben. Einen weiten Ball nach vorne und der ist dann sehr, sehr unplatziert. Komm, ungenau, jetzt habe ich. Okay, Franz. Franziger. Nein. Franz nennt seinen Schwanz Hans. Ich habe. Also, einer aus meiner Klasse heißt Franz und. Ja, das sagt halt einer aus meiner Klasse. Ein anderer aus meiner Klasse halt immer zu dem. Und ja, deswegen wollte ich das mal kurz loswerden. Ist natürlich nicht auf unseren Franz hier bezogen, sondern ich bin der Bernd und stehe am Grill
Und mit dem Bierchen in der Kralle grillig immer, wurdet alle frisch und Würste grillen, ist alles, was ich will. Und letzte Wurst habe ich spielt. Beim letzten Dorffest erst grillt. Da kam so das Nachbar. Boah, Alter, sucht oder irgendwie so. Ich kann das gar nicht mehr. Und jetzt mal eine gefährliche Szene im Rückraum. Kevin Kratz war es das, glaube ich. Der damit diese Großchance hatte und der Ball ging wirklich nicht weit vorbei am Kasten von Jonas. Und Zhang Chengdong wird jetzt wahrscheinlich das Spielfeld verlassen. Für ihn kommt Ademi, der Schweizer. Mich auch ein klasse Spieler, auch wenn er in FIFA 13 jetzt nicht so die gute Gesamtstärke hat. Hat irgendwas mit 61, glaube ich. Ist aber auch noch sehr jung und naja. Egal, jedenfalls, ich stelle mal jetzt schon mal auf Defensiv, weil hier geht nicht mehr viel, sage ich euch gleich. Und scheinbar hat sich einer verletzt bei Braunschweig, das müsste Petersch gewesen sein mit der Nummer 18, aber dem geht scheinbar schon wieder besser. Und jetzt vielleicht Franz, gewinnt er nochmal das Laufduell? Nein, gibt nicht. Und somit keine Gefahr, fast keine Gefahr für das Tor von Braunschweig. Der FSV führt jetzt auch 1-0. Ich weiß aber leider nicht mehr gegen wen. Und Tino macht da das 2-0. Nein, nein, nein. Schade, schade. Aber das war auch eine gute Ballmitnahme, aber... Dann fehlte das letzte Fünkchen. Aber das kann man auch nicht immer erwarten vom Kapitän, der auch heute wieder ein starkes Spiel gemacht hat. Und ja, natürlich darf sich jetzt Robert Koch verabschieden. Schaub kommt für ihn. Oder? Ja, machen wir es so. Und die anderen müssen halt dann jetzt auch noch durchhalten. Und ja, aber... Ich hab die Schürze um. Ja. Naja, Louis Schaub kommt jetzt für Robert Koch. Der ein gutes Spiel gemacht hat, finde ich. Aber im nächsten Spiel wird Wally wieder die Position beziehen. Und man sieht auch heute, dass einige, also dass das nicht die Aufstellung ist, mit der man sonst spielt. Weil. Naja, wie sagt man das jetzt? Schade. Franz wäre da fast noch durchgekommen. Und ja, jetzt spielen wir nur noch auf Konter, um zu hoffen, dass wir hier gegen den 15. nicht noch ein Gegentor reinkriegen. Schaub. Oh, Mann, spielt doch zu Schaub. Mann, 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 ich sage euch, das wird noch eine Zitterpartie hier. Seitdem hier kommt noch der eine Angriff. Poté nochmal mit einem Schuss. Auch nicht viel, was er da heute noch gezeigt hat in den, sagen wir mal, 40 Minuten Einsatz, die er hatte. Hätte er durchaus schon mal ein bisschen mehr machen können. Und wieder ein Wurf für uns. Jonas hat 9 Spiele ohne Gegentor. 9 Ligaspiele ohne Gegentor auf dem Konto. Vielleicht folgt heute Nummer 10, falls die Zählung so geht. Oder die Zählung geht nach dem aktuellen Spiel sozusagen mit. Keine Ahnung, ob ihr das jetzt verstanden habt, aber. Ja. Es wird eine Zitterpartie, ich sag's euch. Schade. Oh, doch nochmal Tom Tribal. Oh, Tom Tribal! Da verspringt er ihm. Der verspringt ihm der Ball. Aber ein 1-0 würde reichen. Divari. Oh, dem Abschlag. Ist es jetzt Ende? Es ist Ende. Dynamo Dresden gewinnt gegen Braunschweig mit 1-0. Nach diesem Tor von Luke Kogli in der 8. Spielminute. Jonas auch mit 2-3 guten Paraden. Zum Beispiel dieser hier. Ah, nein. Mist. Naja, aber im nächsten Spiel, denke ich mal, wird es auch wieder besser für unsere Dynamos. Keine so eine starke Zitterpartie,
Der eine Fehler hat's gemacht. Und ja, sonst war halt auch nicht viel zu sehen von Dynamo. Ja, die Gurten sagen alles aus. Ach ja. Hier könnt ihr nochmal die Ergebnisse sehen. Ich kann es jetzt nicht sehen. Ach, sehr schön. Papadopoulos hat verlängert. Jungnickel, der Abtrünnige. Alter, was haben wir jetzt für Vorsprung? Das geht ja mal gar nicht. Wir haben jetzt einen Vorsprung von 13 Zählern auf Platz 2. Also Kaiserslautern ist ja anscheinend jetzt nur noch am Verlieren. Man kann ja mal ganz kurz gucken. 3 Spiele haben sie verloren. Okay, also doch noch eins, glaube ich. Und noch eins unentschieden. Okay. 17 Gegentore haben wir. Also sind auf Platz 2. Kaiserslautern hat plus 14. Aber die kriegen wir ja noch. Ja. Aber ja, nach Punkten da sind wir deutlich Erster und bis jetzt ist Hertha Zweitaufsteiger und Köln auf dem Relegationsplatz. Also es sah ja lange nicht danach aus, dass Kaiserslautern hier auf jeden Fall noch mit aufsteigen. Aber naja, am Wochenende geht es auch schon gleich wieder gegen den FSV Frankfurt, also es bleibt nicht viel Ruhepause. Ja, du möchtest in die Startaufstellung, mal gucken, ob wir dir diesen Wunsch erfüllen können. Ja, für Franz darfst du in die Startaufstellung, der kriegt auch mal eine Pause. Und ja, die sonstige Aufstellung bleibt eigentlich gleich. Na. So, machen wir das. Gut, okay, wartet. Ich weiche jetzt noch einmal ab und ja, dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder. Haut rein, Leute, und ciao.